Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur mit dem Schwerpunkt auf Erstellung wissenschaftlicher Texte. Heute haben wir das Thema Abstract Schreiben, darauf solltest du achten. Die meisten von euch wissen schon, was ein Abstract ist. Es steht immer im Vordergrund und am Anfang einer wissenschaftlichen Arbeit und fasst die zentralen Inhalte des Werkes einmal kurz und prägnant zusammen. Deswegen ist es wichtig, gerade weil ihr oftmals nur eine halbe bis eine Seite dafür gebrauchen könnt, dass ihr euch wirklich klar und präzise ausdrückt. Wir haben euch hier einmal die vier Kriterien zusammengeschrieben und möchten diese ganz kurz vorstellen, welche in dem Abstract wirklich auch erfüllt werden müssen. Das Abstract sollte auf jeden Fall natürlich erstmal die zentrale Fragestellung beinhalten und zeigen, welche Fragen werden auch beantwortet in dem eigentlichen Werk, was sind die zentralen Hypothesen und Argumente des Werkes und auf welchem Wissensstand, auf welchem aktuellen Wissensstand baut das Werk auf. Dann geht es natürlich weiter mit den Implikationen, also das heißt, was versucht ihr mit diesem Werk zu dem aktuellen Wissensstand noch an Wissen hinzuzufügen und welche Fragestellung wird somit dann beantwortet. Weiterhin werden kurz die Ergebnisse erläutert, also das heißt, die Frage nach den zentralen Schlussfolgerungen des Textes wird beantwortet und wir schauen uns die Methodologie an, das heißt, es wird gezeigt, welche empirische Basis vorliegt und welche Methoden genutzt wurden, um die zentrale Hypothese zu beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch somit die Inhalte eines Abstracts kurz und knapp näher bringen und freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart.